Hallo Kreativfreunde, schön, dass ihr heute wieder bei mir dabei seid. Heute habe ich kein Bastelvideo, sondern ich möchte euch heute zeigen, was ich als Tauschpost bekommen habe. Ich hatte ja neulich meine Loaded Envelopes mal gezeigt und hatte dazu aufgerufen, ob jemand Lust hat, mit mir diese gefüllten Briefumschläge zu tauschen. Und es haben sich drei Damen gemeldet, die mit mir getauscht haben. Das heißt, ich habe denen meine gebastelten Umschläge, meine Loaded Envelopes hingeschickt und die haben mir im Gegenzug was zurückgeschickt. So, und jetzt ist der letzte auch angekommen im Laufe der Woche und jetzt möchte ich gerne euch zeigen, was ich von den dreien bekommen habe. Und zwar waren das die Meta, die Martina und die Jessica. So, und ich fange mal an. Witzigerweise haben alle drei tatsächlich so den gleichen Umschlag gebastelt, wie ich ihn auch gebastelt habe. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das ja auch das allererste Mal gemacht. Aber ja, es sind tatsächlich alle drei genau wie meiner. Das finde ich total lustig. Für mich war, ja, ich sag mal, die drei wussten, was sie bekommen. Ich habe das ja im Video gezeigt, was ich gemacht habe. Ich habe zwar alle drei farblich ein bisschen unterschiedlich gemacht, aber durch das Papier war ja die Farbe doch so ein bisschen vorgegeben. Ich habe ja dieses Papier benutzt. Also manche Sachen waren dann ein bisschen mehr rosa angehaucht, rosa und grün wie hier. Dann gibt es Papier, wo blau und grün drin war. Oder hier in der Kombination eher mit blau und grün statt, ja, irgendwo war auch noch was mit lila hier hinten. Also diese Farbkombination gab es und von daher sind alle drei Unterschiede, also unterschiedlich geworden, was die Farben angeht. Der Inhalt war aber bei allen dreien gleich. Ich habe dann auch die Bänder ein bisschen angepasst, je nachdem wie halt die Farben in dem Papier waren. Aber der grundsätzliche Inhalt war bei allen drei gleich. Das heißt, die drei wussten, was sie bekommen. Ich aber gar nicht. Also für mich war das eine totale Überraschung und es war eine super positive Überraschung und das hat mir mega Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, bei sowas bei anderen auch nochmal teilzunehmen oder sowas nochmal zu machen. Ja, und was ich jetzt von den dreien bekommen habe, möchte ich euch zeigen. Das ist super toll, da ist super viel drin. Ich fange mal mit dem kleinsten an, aber da ist fast am meisten drin. Also es ist in allen dreien super viel drin. Also zum einen habe ich hier vorne dran diesen super schönen, ja, diese Büroklammer in Elchform oder Hirschform, finde ich total süß. Dann ist hier ein kleiner Tag dabei. Dann haben wir hier ein paar Strasssteine in so Blümchenform oder in Tropfenform. Die sind total niedlich, die kann man ja immer brauchen. Eine Riesentüte mit Sequins, wie heißen sie denn auf Deutsch? Ich komme gerade gar nicht drauf. Hier steht auch nur Sequins drauf. Paletten heißen sie auf Deutsch, meine Güte. Also ein Riesenberg an bunten Pailletten. Zeit, dass ich endlich mal wieder Schüttelkarten mache. Dann ist hier nochmal wieder so ein kleiner Tag. Das sind auch so Sachen, die ich tatsächlich gar nicht irgendwie habe. Muss ich mal gucken, wie ich die dann verarbeiten kann. Dann habe ich hier so ein paar Holz-Embellishments. Die sind auch total schön. Das sind so Rosetten oder Blüten. Die sind total niedlich. Und dann habe ich hier eine Riesentüte. Da verbirgt sich auch noch was hinter. Da. Hier hat sie einmal, ich meine, das war der Briefumschlag von Meta, ich hoffe, ich vertüdel da jetzt nichts, Schneeflocken ausgestanzt und hier innen drin sind auch so Metall-Embellishments in verschiedenen Schneeflockenformen. Kleinere, größere, ein bisschen verschnörkelt, ganz schlichte, die sind total niedlich. Das ist auf jeden Fall was für Weihnachtskarten, also die finde ich auch total klasse. Und dann habe ich hier eine ganze Tüte bekommen, Zeit für Wellness steht vorne drauf. Da sind einmal drin so Stanzteile, so Engelsflügel. Die sind natürlich für Weihnachten auch toll. Sowas habe ich nämlich auch gar nicht. Dann für die Wellness hat sie mir eine Maske mitgeschickt. Das finde ich total süß. Das packe ich mal gleich zur Seite. Dann sind hier noch zwei so Stanzteile dabei. Follow your dreams. Happiness works gorgeous on you. Auch süß. Und hier ist eine ganze Tüte mit kleinen Sprüchen oder einzelnen Wörtern. Ich muss das hier vorsichtig rausbekommen. Und zwar so Sachen wie Wunscherfüller, Gratulation, bald, Wellness, also alle möglichen Sachen, die man so auf Karten aufbringen kann. Seelentröster, viel, dich, Freude, also viel Freude zum Beispiel kann man dann machen. Auf Wiedersehen, bis bald, gab es glaube ich auch, auf Wiedersehen, viel Spaß,
Zeit, also ganzer Berg, Schokolade für viel, für dich, also eine ganze Tüte voll mit kleinen Sprüchen. Eignet sich super, entweder so für Gutscheingeschichten oder auch für Karten. Das packe ich mir mal alles gut weg. Gucken wir, dass ich vorsichtig wieder rein die Tür kriege. Das ist ja mal so viel Gran. Ich mache es später in Ruhe. Also dafür sage ich schon mal super vielen Dank. Jetzt muss ich das mal eben das ein bisschen zusammenbehalte hier in eine Richtung packen. So, dann haben wir den zweiten. Der ist von der Form her ein bisschen größer, aber die grundsätzliche Form ist die gleiche. Hier habe ich einen kleinen Umschlag mit für dich und innen drin befinden sich noch diverse Stanzteile. Ups. Die man dann auch auf Karten zum Beispiel aufbringen kann oder auf kleine Verpackungen. Danke für dich. Alles Liebe. Also alles gestempelt und ausgestanzt. Zwei Farben. Total schön. Tue ich da mal wieder rein. Verschlossen ist das Ganze hier mit so einem Klettverschluss. Dann haben wir hier farblich passend zu dem Ganzen, haben wir dann hier Strasssteine. Die sind auch total schön. Total schöne Farben. Das ist auch total niedlich. Nimm die Zeit zum Glücklichsein. Das ist ein kleines Teebeutelbüchlein. Habe ich so tatsächlich auch noch nie gemacht. Innere Ruhe. Ja, das brauche ich manchmal. Muss ich jetzt selber lachen. Cool. Schön, wenn man selber weiß, was einem gut tut. Total niedlich. Vielen, vielen Dank dafür. Ein kleines Kärtchen, auch mit einer von diesen süßen Büroklammern, finde ich auch so niedlich. Mit diesem tollen Stempelset. Hier ist noch so eine Klammer und eine farblich passende Wäscheklammer. Dann hat sie mir hier reingepackt, so ein kleines Set, da sind dann Blüten drin, farblich passende Knöpfe. Also es passt halt farblich alles zusammen, finde ich auch total süß. Und hinten dran ist dann auch nochmal entsprechendes Band, auch in den gleichen Farben. Kann ich mich also auch ordentlich austoben. Dann haben wir hier ja Fische. Ich glaube, die kann man richtig gut nehmen. Entweder wenn man eine maritime Karte macht oder vielleicht auch Richtung Konfirmation oder sowas. Da eignen sich Fische ja auch immer. Also die sind auch total schön. Und dann hat sie mir hier auch Sachen ausgestanzt. Alles Liebe in verschiedenen Farben. Auch mit diesem Blau und Silber, was dann hier in dieses Farbschema passt. Und hat die hier auf so einen Streifen einfach geklebt, dass ich also da diese Ausstanzung auch benutzen kann. Auch super, super süß. Ganz vielen Dank. Also das war für mich wirklich mega spannend, diese Umschläge an sich zu öffnen und zu gucken, was sich dann da drin befindet. Mein Mann hat nur gesagt, kriegst du schon wieder Post? Ja, man kann nie genug Post kriegen, vor allem wenn es keine Rechnungen sind. Also auf Rechnungen haben wir ja alle keine Lust. So eine Post ist natürlich viel schöner. So, der dritte, der mich erreicht hat, der ist von Jessica. Mit einem von diesen tollen Umschlägen. Die habe ich gar nicht vom Stampin' Up. Da hat sie mir eine kleine Nachricht auch geschickt. Mit diesem Stempelset, was es speziell dann für diese Aqua Blends, Stampin' Blends gab. Super schön. Der ist auch total gefüllt hier. Dann habe ich hier hinten einen Kaffee für den Sommer. Ein Eiskaffee. Dabei. Dann hat sie mir eingepackt einen kleinen Post-it-Block. Die braucht man auch immer, auch mit Magnetverschluss. Super süß. Ich glaube, das ist dieser neue Prägefolder. Den habe ich mir nämlich, der ist gerade erst gekommen, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der das Papier dann so strukturiert macht. Oder vielleicht war das Papier auch so, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das super schön. Dann machen wir weiter. Einen kleinen Kalender. Schon für 2019. Das ist auch super süß. Ich habe mir jetzt auf der Messe auch Kalender bestellt oder gekauft. Aber die Größe kann ich noch toppen. Sind die nicht winzig? Sind lustig, oder? Also, da sind dann 5 Stück drin. Für 2 Euro. Die musste ich unbedingt mitnehmen. Aber die Größe ist auch schön. Die hatte ich letztes Jahr auch. Total klasse. Dann habe ich hier, hupsala, ein Beutelchen mit Embellishments. Alles Mögliche, ein Diamant, ein kleiner Engel, eine Eule, das haben wir alles dabei.
Dann habe ich hier auch eine Riesentüte voll mit, ja, das sind nicht nur Pailletten, das sind Perlen, Blüten, ja, es sind so viereckige, also alle möglichen Sachen zum Aufkleben oder die man auch für Schüttelkarten benutzen kann. Also da kann man sich ordentlich austoben, auch hier was in Gold und in Silber, also alle möglichen Farben. Dann haben wir hier eine kleine Klammer oder vielmehr zwei, einmal mit einem Blümchen und mit einem Marienkäfer drauf. Könnt ihr das sehen? Ja. Und dann habe ich auch noch eine riesengroße, oh, da sind noch mehr Sachen drin. Ups, sorry. Die gehören hier auch alle noch mit zu. Ein Schlüssel, eine Feder. Oh, das ist ja auch süß. Hier so ein kleines Geschenk für Weihnachten. Schlüssel ist auch total cool. Dann habe ich hier ein bisschen Washi-Tape. Das ist auch eine mega coole Idee. Also das muss ich mir merken. Das ist im Prinzip ja, diese Fensterfolie oder Klarsichtfolie, um mit der Stanze für... Oh, ich habe gerade wieder Wortfindungsstörung. Also mit der Stanze hierfür befestigt und hierauf ist dann das Washi-Tape. Das kriegt man dann natürlich super gut wieder ab von dieser Folie oder auch für Bänder. Also die Idee merke ich mir, das finde ich super cool. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eine kleine Tüte, auf Tüten stehe ich immer. Ich habe eine Riesensammlung an Tüten und die horte ich auch wie verrückt. Leider benutze ich sie viel zu wenig. Bin ja immer mehr, also Papier verbrauche ich mittlerweile, aber so Sachen wie Tüten und auch so meine Embellishments, die horte ich, die liegen immer alle hier rum und ja, es ist mir immer alles viel zu schade. So, jetzt muss ich das mal vorsichtig herausbekommen. Da ist nämlich, wie komme ich denn da dran? Genau, in diesem Tütchen ist noch mal ganz viel drin. Also hier ganz viele große, richtig große, ja, Strass kann man jetzt nicht direkt sagen. Es sind so Glitzerpunkte und Herzen, aber ganz groß. Und hier noch so drei große Diamanten von weiß, hellrosa und rosa. Dann habe ich hier noch Klemmen und hier habe ich auch noch eine ganze Menge an Stanzteilen. Eine Glocke. Das Stempelset habe ich auch gar nicht, das ist süß. Also einen ganzen Schwung an Stanzteilen, die man dann so auf Karten und Verpackungen draufbringen kann. Ah, der ist so süß. Das Set habe ich so geliebt. Das ist so klasse. Super schön. Ja, und hier vorne drauf habe ich nochmal so eine Eule und hier so ein Brett. Das kann man abmachen. Ja, genau, das kann man abmachen. Kann man das hier auch abmachen? Ich glaube, das ist geklebt. Ja, das ist geklebt. Das geht nicht ab, aber diesen Brett, den könnte man also auch noch abmachen. Also ihr drei, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Wie gesagt, für mich war es ja so eine Überraschungstüte. Ihr habt ja in etwa gewusst, was ihr kriegt. Ich nicht. Und ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Sowas mache ich bestimmt nochmal. Ja, ich halte mal Ausschau im Netz, wer sowas nochmal anbietet oder sowas machen möchte. Vielleicht mache ich sowas in der Art auch nochmal. Es gibt ja auch noch diese Pocket Letter, die man machen kann. Das sind dann, glaube ich, diese großen 12x12 Taschen, wo dann 9 oder auch 12 einzelne kleine Taschen drin sind, die man dann befüllen kann. Und die verschickt man dann als sogenannten Pocket Letter. Sowas habe ich für meine Schwester schon mal gemacht, aber ich habe noch nie jetzt mit irgendeinem Fremden oder so getauscht. Mal gucken, was sich da noch so ergibt. Die Möglichkeiten sind ja schier unerschöpflich. Ich wollte euch aber auf jeden Fall eben zeigen, was ich ertauscht habe, weil ich das total klasse fand. Nochmal ganz lieben Dank an Martina, Meta und Jessica, dass ihr das mitgemacht habt, dass ihr mich da unterstützt habt. Und ja, ich sage erstmal danke, bis zum nächsten Mal. Happy Stamping. Tschüss.